Wir bieten auch in unserem neuen Format Neues aus der evangelisch-lutherischen Trinitatisgemeinde auch ein kleines Interview an. Ich begrüße ganz herzlich Johannes Alzeroth. Lieber Johannes, was ist der Grund, warum ich dich interviewe? Ja, der Grund ist wahrscheinlich, dass wir mal erklären wollen, was ich hier in den letzten Wochen gemacht habe. Ne? So, was ich als Praktikant tatsächlich hier bei dir unterstützend machen durfte. Ja, Johannes war in den letzten 3 Monaten von Mai bis Juli Gemeindepraktikant innerhalb eines Projektes. Was ist das für ein Projekt gewesen? Das war ein Theaterprojekt. Wie viele von euch wissen, bin ich ja freischaffender Musiker und Sänger und hatte stocke aber immer noch meine Gagen übers Arbeitsamt noch ein bisschen auf. Und da gab es ein Angebot über ein Theaterprojekt, was eigentlich mehr in der Zielgruppe eher Langzeitarbeitslose und so weiter hat, um denen das Selbstvertrauen wieder ein bisschen zu stärken, Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. Und ich für mich habe dann eher gedacht, wow, da kann ich so ein bisschen guten Schauspielunterricht, ein bisschen Selbstdarstellung und so weiter, Unterricht in dem Bereich so ein bisschen mit abzwacken sozusagen. Und habe dann damit teilgenommen. Und anhängend an dieses Projekt war dann halt ein 3-monatiges Praktikum. Und das habe ich dann jetzt bei Andreas, unserem Pastor, gemacht. Genau. Ja, das ist ja jetzt, scheinen ja 2 unterschiedliche Welten zu sein, Theater und Kirche. Oder machen wir auch in der Kirche manchmal Theater? Och, das ist gar so weit auseinander, ist das gar nicht. Wieso? Ein Teil ist zum Beispiel, was wir in dem Projekt auch hatten, war Medienpädagogik, war auch mit dabei. Gerade Dreharbeiten wie diese jetzt auch hier und mit dem neuen Format der Gemeindenews vielleicht auch oder die Dreharbeiten, die wir jetzt schon mal testweise anlaufen haben zu deinem alten YouTube-Kanal, die wir zum Thema Taufe jetzt schon gemacht haben, vorgearbeitet haben, ist da schon, konnte ich schon ein bisschen was mit einfließen lassen. Ja. Und im Bereich Theater, was vor allen Dingen da auch ganz wichtig ist, ist der Bereich Sprache. Ne? Ist ja Ausdruck, Stimmführung, Stütze ist für gerade den Bereich, was im Gottesdienst viel gemacht wird, Lesen und so weiter. Und auch beim Singen, ob man jetzt im Chor singt oder einfach den normalen Gemeindegesang, eine gute Stimmführung hilft schon. Ist nicht nur ein schöner Klang, sondern ist auch gesund fürs Material sozusagen, pflegen wir Sänger zu sagen. Ja gut, du hast eben dann auch im Rahmen der Kirchenmusik in der Gemeinde mitgewirkt. Was hast du da getan? Ich habe, wie allerdings auch vor dem Praktikum auch schon, habe ich natürlich, ich habe regelmäßig, oder sagen wir etwas regelmäßiger, die Orgel gespielt. Dann bin ich im Rahmen der Sommerprobenwoche unseres Sprengel-Jugendchores von Antje Ney, bin ich eine Woche in Lüneburg gewesen und bin dann als Mitarbeiter dabei gewesen. Genau, dann haben wir musikalisch den Pfingstgottesdienst, den Familiengottesdienst zusammengestaltet. Und natürlich habe ich in unseren Chören, Posaunenchor und Kirchenchor, weiter mitgewirkt. Ja, genau. Ich denke, das war sehr hilfreich und sehr unterstützend für diesen Bereich der Gemeindearbeit. Gut, also man kann sagen, wir haben durchaus auch durch dieses Praktikum in der Gemeinde diesen Bereich, sag ich mal, Theater, Kunst, Musik abgedeckt. Du hast aber auch noch ganz andere Dinge getan. Ich denke zum Beispiel an die Garten. Hallo Johannes. Hallo Andreas. Du siehst ja so ein bisschen fertig aus. Naja, bei wie viel 30 Grad haben wir jetzt einmal die Hecke schneiden und aufräumen? Geht schon. Genau. Läuft. Du wärst hier ganz schön versklavt während des Praktikums. Ja. Ja, ehrlich? Ja, geht. Ja, gut. Ja, das war auch viel zu tun. Das vor allen Dingen jetzt gerade in den Sommermonaten durch die Temperatur recht anstrengend war. Wir haben die Hecke geschnitten. Ja. Ne? Zweimal. Dann haben wir den Kompostplatz aufgeräumt. Ja. Das ganze Gestrüpp ist quasi jetzt, es kommt wieder Ordnung rein. Und wir haben auch die Haselnuss so weit kultiviert, dass man da vielleicht in ferner Zukunft auch was von hat. Ja. Ne? Und wir haben auch was mit den Rasen getan. Genau, wir haben den Rasen
regelmäßig gemäht logischerweise und im vorderen Bereich auch vertikutiert und nachgesät, dass der vielleicht in ferner Zukunft etwas wieder gesundet. Ja, genau, da war sehr viel Moos und das musste verschwinden und so der Tipp des alten Gärtners, zu viel Moos im Garten ist immer Übersäuerung, also auch Kalk geben, was wir auch gemacht haben. Kalk kann man auch. Genau. Dann warst du auch dabei bei den Gesprächen mit In Jung. Richtig. Genau. Worüber haben wir mit ihm gesprochen? Wir haben vor allen Dingen über zwei, über Tertullian und wie ist der andere noch? Justin. Justin, genau, die beiden. Und haben über die Dreieinigkeit oder Trinitätslehre vor allen Dingen gesprochen. Ja, genau. Kurze Erläuterung, sowohl Justin wie Tertullian sind sozusagen Pioniere auf diesem Gebiet gewesen, haben Begriffe geprägt, bevor Johannes da war, haben In Jung und ich hauptsächlich über die neutestamentlichen Wurzeln dieser Lehre gesprochen. Ja, ich bedanke mich für dieses Interview und wir wollen in Zukunft ja auch einiges fortsetzen an der Arbeit. Ne? Was zum Beispiel? Wir wollen, dass die Videoformate insgesamt vielleicht weiter verstärken. Und dann vielleicht auch deinen YouTube-Kanal weiter, dass wir da zusammen dran weiterarbeiten. Ja. Und eventuell haben wir auch was dann für die gesamte Selk auch was dafür. Müssen wir mal schauen, was das so ergibt. Das müssen wir mal sehen. Genau. Ja, und du hast ja gestern auch gesagt, was den Garten angeht. Genau, das kann ich nach dem Praktikum auch gerne weitermachen. Ja, genau, vielleicht nicht immer, aber eben unterstützend mitwerten. Ja, wir hoffen, dass auch dieses kleine Interview für einige doch sehr interessant und aufschlussreich war. Ja, dann bis zum nächsten Mal.